Welt mit dem Timecop und so. Ist das möglich? Irgendwie? Und 5 Klang. Hohe Ton und der tiefe Ton. Und der tiefe Ton nochmal kommt der hohe Ton. Und wie geht der Erinnerungsecho von aus dem hohen Ton? Fundiert im tiefen Ton. Da müsste im Moment nichts sein. Das ist Dreiklang und Neunklang. Also da ist nichts mit Kulturgebiet. Also da ist nichts mit Udo und Adu. Fenstergriffeln vermeide ich, mache ich nicht. Wenn man da als Medium für eine andere Kata fungiert, dann wird man nichts, wenn man sich das nicht leiht und missbraucht. Oh, nein. Das spricht man mit Leuten. Das ist eigentlich Ketzerei. Das meine ich mit Fenstergriffen. Der Dreiklang verändert durch Zweiklang. Da kenne ich Chinesisch. Wie so heißt Hui. Hui? Achso, krieg ich wieder hin. Jetzt. Nee, verändert. Dann wird die etwas verfolgende Form. Das ist nach der Tuna-Lehre, das sehe ich ja jetzt. Ich will das jetzt. Packt jetzt ihr buddhistisches Ohr an meinen Mund. Tuna-Lehre, Reflexmassage, tödlich. Also wurde es gelehrt in der von sinologisches Kung Fu in 80er nach der Karate-Welle.
Ansonsten irgendwas anderes gelehrt wird. Was da jetzt gelehrt wird, den möchte ich mir hier mal anmaßen zu erkennen. Das Kadena. Manche Kung-Fu-Figuren in der persönlichen Entfaltung immer wieder sinnlos erscheinen und der irgendein Erlöser das besinnen soll, wird das verworfen. Und dann wird die praktische, meinetwegen, so lang ist das Messer oder so lang ist das Messer und deswegen komme ich da an und deswegen komme ich hier an. Das ist die Computerwissenschaft, die ist damals perfektioniert worden von Herrn Thalhofer. So richtig nach Yin und Yang mit Wechsel, Himmel, Erde und so. Und das ist Kampfsport. Und das, was ich hier mache, das Kung-Fu. Ich bin mal weiter, das ist ja sowieso verrückt alles. Wenn jetzt zum Beispiel die zu am meisten sinnlos erscheinende Figur. Und die will ich jetzt mal an Charakter. Wenn Ta Shi, Ta Chuan ein alter Begriff war, dann guckt ihr auch Ta Chi Chai Khan. Also es ist entschieden. Man muss ja die Sinnlosigkeit der Figur nicht an der Figur liegen, sondern an den Charakter des Übens. Das versuche ich mal aufzuzeigen. Diese Figur, oder nein, noch besser, diese Figur. So, das ist die am meisten sinnlos erscheinende, die schon gar nicht so stark genug ist, dass sie dreimal wiederholt werden kann, ohne irgendwelche Wechsel da drin vorzunehmen. Was denn das Kleine zu Großen in mehrere Schritte aufpusten, anstatt in einen. Die Figur jetzt, natürlich zu gut, kann nicht sein. Sinnlos. Warte mal, ein bisschen sinnlos. Dann kommt mediale Wirkung. Meistens geht das nach Nation und Rassen. Das interessiert in den Ruhm und in der Symbologie interessiert das nicht so. Weil wir alle vier Gliedmaßen im Kopf haben. Normalerweise. Und das Thema. Und also jetzt, die Figur ist sinnlos. Da sind wir jetzt beim Thema. Ja, ein bisschen mehr so höflicher, schuldbewusster. Ja, da wird sie schon sinnlos. Höflicher und schuldbewusster. So wird sie sinnlos. So, was wollte ich denn jetzt erklären? Dass sie von der Sinnlosigkeit des Übenden, nicht des Betrachters, ja umgekehrt, nicht gepredigt wird. So, dann mache ich sie jetzt aufmerksamer, anstrengender. Anstrengender ist doch nicht schlecht. Dann kommt, so lange stehen, bis kaputt stehen und ausstehen und schwarz gebetet oder nicht. Kommt, wie kommt das nicht? Ich weiß, wie es nicht kommt. Kann ich nicht sagen. Dann kommen irgendwelche Astrosis-Schäden, nämlich davon, genau von diesen Übungen. Nein, ne? So. Also. Wie kriege ich die Figur jetzt sinnvoll? Nach der Lehre von Kern Gedau, mein Kung-Fu-Stil, durch eine Wiedereinstellung, durch eine Wiederholung. Als ist jetzt zu sinnlos, dann mache ich sie einmal nochmal. Da ist sie ein bisschen sinnvoller. Da geht in Handy. Jan Susian. Jan Hendi Sian Chuan. Bei
noch nicht, würde heißen, eine Figur, die in den persönlichen Augenschein fällt, Guy, den Augenschein, wird gerne dreimal gesucht. Ungerne gar nicht und gerne dreimal. Probieren wir das mal aus. Also die Figur ist so sinnlos wie möglich. Und jetzt mache ich sie dreimal, weil sie mir gerade gefallen hat. Da muss ich die Zeit abmessen, ob ich das erste Mal mit einbeziehe oder zum ersten dreimal wiederhole. Dann würde aufgestanden und übergestanden, also nicht nur als zwinglich haltbar gelten. Geredet von solche Sachen. Und das fällt mir, ich habe das auch mal alles vergessen und diesen tendenziellen Kampfsport, das ist echt nicht gesund und echt nicht zu empfehlen. Und habe mich dann wieder, ist mir das eingefallen und ganz bestimmt nicht, indem ich mit möglichst vielen Yogis oder Indern und Chinesen und mich darüber unterhalten habe. Sondern ganz genau dadurch, dass ich als Kampfsportzuschauer mir mich begeisternde Elemente ethisch-figurell fixiert habe, für mich.